Willkommen zum heutigen Mandeut, zum manischen Mandeut. Und in diesem Mandeut berichtet The Indiestone über das kommende Animationssystem. Nochmals. Nochmals über das neue Crafting- und Fernseh-Radio-System. Und anfangen tun sie heute mit dem Animationssystem. Es gibt, also sie haben festgesteckt mit den Animationen, da sie Schwierigkeiten hatten, diese zu implementieren. Aber jeden Tag werden mehr Animationen gemacht und schon jetzt wird sich in Sachen Gameplay und an der Atmosphäre einiges ändern. Beispiel: Der panische und ungeschickte Überlebende wird sich dabei beobachten können, wie er stolpert, wenn er rennt, um die Ecken wetzt und Zäune überspringt mit hoher Geschwindigkeit. Ebenso wird er über den Boden kriechen, panisch wegrutschen, bei dem Versuch, auf die Beine zu kommen. Hört sich geil an. Und sie hoffen bald ein Video präsentieren zu können. So, und als nächstes kommt wieder der Franzose Romain Drand, auch als Robert Johnson bekannt, zu Wort und er berichtet einiges über das neue Fallensystem, das er dabei ist auszubalancieren in Sachen Crafting und Rezepte und er informiert sich auch darüber, damit die ganzen Fallen und Gerätschaften nicht zu extrem stark sind, aber auch nicht nutzlos. Und ein Mix aus Ingenieur- und Elektrikerfähigkeiten sollte am effektivsten sein, wenn man einen fallenbeladenen Albtraum von einem Safehouse haben möchte. Und er hat auch Geräusche hinzugefügt. Wenn ihr denkt, dass Schusswaffen Zombies anlocken, dann wartet mal ab, wie das bei Rohrbomben der Fall sein wird. Zudem hat er am Feuer gearbeitet. Vorher hat es sich, glaube ich, ziemlich willkürlich ausgebreitet und auch stark ausgebreitet. Und nun kann zum Beispiel kein einzelner Molotow-Cocktail mehr eine ganze Nachbarschaft niederbrennen. Und zu guter Letzt sagt er noch, dass er mit Twiggy, das ist ja einer, der über Twitch streamt, mit dem hat er sich ausgetauscht und eine Menge neue Ideen für Fallen und nützliche Gerätschaften gehabt, die er dann auch umsetzen möchte. So, und noch einige Worte zum Übertragen von Fernsehsendungen und dergleichen. Also im Grunde ist das System nun bereit und wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in Build 32 getestet von euch. Und sie haben unter anderem noch Sonderzeichen implementiert, wie eine Musiknote. So wird dann klar, wenn beispielsweise im Radio gesungen wird. Ist ja nicht schlecht. Und zu guter Letzt noch Enigma Gray sucht Admin-Hilfe für den offiziellen Server. Wenn ihr also Interesse habt, neuen Spielern auf diesem Server zu helfen, in Englisch, wohlbemerkt, dann könnt ihr euch bei Enigma Gray im englischen Forum melden, per persönliche Nachricht. Ja, das war's auch schon für heute. Das heutige Bild ist von Mr. Nifty. Ziemlich blutige Angelegenheit. Oh, das ist mein Haar. So. Sorry. Naja, ein bisschen wüst muss auch mal sein. Also dann, ich hoffe, man sieht sich. Bis denne.